Willkommen. Dies ist ein Video über John Dewey. Es gibt Ihnen einen Eindruck des Lebens von John Dewey. Weiters erhält das Video einen Überblick über Deweys wichtigste Begriffe und Annahmen. John Dewey wurde am 20. Oktober 1859 in Burlington, Vermont, USA geboren. Zu dieser Zeit war Neuengland geprägt vom Puritanismus, einer religiösen Strömung, die die moralisierende Wirkung der Prügelstrafe betonte und den Unterricht durch Vorträge ohne Raum für Widerspruch als Erziehungsform durchsetzte. Zur Zeit der Industrialisierung, der Einwanderung und des sich etablierenden Kapitalismus herrschten auch große Spannungen innerhalb der amerikanischen Gesellschaft. In diesem Umfeld wurde Dewey als Student an der Universität Vermont zum ersten Mal mit evolutionären Theorien von Perkins und Huxley bekannt gemacht. Die Philosophie an der Universität Vermont war dabei überwiegend von einem schottischen Realismus geprägt, den Dewey später zurückwies. In gesellschaftspolitischer Hinsicht blieb in den USA trotz der demokratischen Staatsform und trotz der Abschaffung der Sklaverei nach dem Bürgerkrieg das Klassensystem bestehen. Unter dem Eindruck der damit verbundenen Spannungen und Ungleichheiten entwickelte Dewey das auf Erziehung bezogene Konzept der gelebten Demokratie. Dewey graduierte 1879 und fing an, als Highschool-Lehrer in Oil City zu unterrichten. Die durch Industrialisierung und schnelles Wachstum gekennzeichnete Stadt führte auch zu pädagogischen Herausforderungen für Dewey, die zunächst zu einer Pause in seinem philosophischen Schaffen führten. Die Pause in seinem philosophischen Schaffen hat er mit einem Essay für die Zeitschrift Journal of Speculative Philosophy überwunden. Die Annahme des Beitrags durch den bekanntesten Hegelianer von St. Louis veranlasste Dewey dazu, das Studium der Philosophie wieder aufzunehmen. Er studierte dann bei dem Philosophen, Mathematiker und Logiker Charles Sanders Peirce, dem experimentellen Psychologen Granville Stanley Hall und dem Philosophen George Sylvester Morris, die ihm Schriften von Kant und Hegel vermittelten. Die Auseinandersetzung mit diesen Theorien führte dazu, dass Dewey sich von der religiösen Doktrin seiner Mutter löste. Er promovierte 1884 an der Johns Hopkins University in Baltimore über die Philosophie Kants. Nachdem er 1884 seinen Doktortitel erhielt, nahm er eine Lehrstelle an der Universität Michigan an. Diese Stelle hielt er für 10 Jahre inne. Dort entwickelte sich auch seine enge Freundschaft mit George Herbert Mead. In dieser Zeit entstand seine Theorie der Erfahrung und des Erfahrungsraums. Zugleich rückte für ihn die Argumentation für die Demokratie als von allen Bürgerinnen und Bürgern gelebte Lebenswirklichkeit in den Mittelpunkt. Dabei grenzte sich erkenntnistheoretisch von Hegels absolutem Idealismus im Blick auf eine dynamisch-demokratisch verstandene Wissenschaft ab, übernimmt aber zahlreiche Ideen von Hegel wie die der Kontinuität. 1884 wurde er dann an die University of Chicago berufen, wo er den Lehrstuhl für Psychologie, Philosophie und Pädagogik übernahm. Dort konnte er aufgrund der finanziellen Mittel der erst 4 Jahre zuvor gegründeten Universität und der gesellschaftlichen Entwicklung große Fortschritte in der Erprobung des philosophischen Pragmatismus erreichen. Während dieser Zeit verfasste er einige Werke wie Thought and its Subject Matter oder Beiträge in Studies of Logical Theory. Weiters war dies die Zeit, in der Dewey eine Versuchsschule, die Laboratory School, eröffnete. Diese auch kurz Dewey-Schule genannte Institution ermöglichte es ihm, seine Erziehungsideen in der Praxis umzusetzen. Die Erfahrungen, die er dabei sammelte, mündeten in seinem Werk The School and Society. Aufgrund von Streitigkeiten bezüglich der Verwaltung der Dewey-Schule verließ Dewey diese nach 7 Jahren. Die Schule selbst besteht bis heute. Die Streitigkeiten veranlassten Dewey jedenfalls dazu, den Lehrstuhl zu verlassen und nach New York zu ziehen. Dort wurde er an die Columbia University berufen und lehrte dort an der Philosophischen Fakultät. Während der Zeit an der Columbia University veröffentlichte Dewey eine Vielzahl von Essays, Artikeln und Schriften über die Theorie des Wissens und die Metaphysik, wie zum Beispiel »The Influence of Darwin on Philosophy and Other Essays in Contemporary Thought« oder Essays in Experimental Logic. Seine Arbeiten im pädagogischen Bereich sowie sein fortschreitendes Interesse an diesem Gebiet veranlassten ihn dazu, sein wohl wichtigstes Werk für die Pädagogik zu verfassen, Democracy and Education. 1930 zog er sich von der aktiven Lehre zurück, wobei er nicht aufhörte, Essays und Schriften zu verfassen, darunter sein Konzept zur Progressive Education.
Im deutschsprachigen Raum beeinflusste Dewey zwar die Arbeitsschulidee Kerschensteiners, allerdings wird dieser von Spranger auf die Orientierung an der Letztbegründung der Erziehung in einer Strukturtheorie des Geistes und in der Anthropologie, die im deutschsprachigen Bildungsdenken typisch war und zum Teil auch noch ist, eingeschworen. Beides Momente, die für das eher kulturevolutionäre Denken des Pragmatismus keine relevante Rolle spielen. Dewey starb am 1. Juni 1952 in New York. John Dewey wurde am 20. Oktober 1859 in Burlington, Vermont geboren und starb am 1. Juni 1952. Diese Zeit war religiös vom englischen Puritanismus und wirtschaftlich von Industrialisierung und Kapitalismus geprägt, was zu großen gesellschaftlichen Spannungen führte. Im Mittelpunkt von Deweys Überlegungen steht nun die Demokratie, nicht zuerst als Staatsform, sondern als partizipative Lebensform, die allerdings auf die Konstitution des Staates bezogen wird. Erziehung ist für ihn Lernen durch Handeln. Ihr Ergebnis ist nicht durch eine Philosophie zu bestimmen, sondern ist stets innerhalb der Handlungsmöglichkeiten neu zu bestimmen. Politisch strebte Dewey das Ziel der gelebten Demokratie und Gleichbehandlung an. Damit verband er die Idee der Demokratie als Lebensform und Erziehung als Wachstum. John Deweys Arbeiten waren geprägt von Demokratie und Gleichbehandlung. Das lässt sich mit seinem Aufwachsen und Leben innerhalb der gesellschaftlichen Spannung, die mit der Industrialisierung und dem erstarkenden Kapitalismus in den USA einherging, in Verbindung bringen. Er war der Begründer der Progressive Education. Sein Anliegen, eine gelebte Demokratie und die Erziehung als Wachstum durchzusetzen, setzte er in der von ihm gegründeten Dewey School um. Im Mittelpunkt seines Schaffens stand die Gleichbehandlung und die Demokratie als Lebensform.